Hallo, Aue hier. Ich zeige euch einen Kartentrick mit drei Karten. Kürzlich war ich in einer Stadt, ich weiß gar nicht mehr in welcher, da spielten einige Zigeuner mit drei Karten. Einer davon war nett, er hat mir sofort alles genau erklärt. Er sagte, die erste rote Karte, die brauchen Sie sich nicht zu merken. Die zweite ebenfalls nicht. Merken Sie sich die dritte, die schwarze Karte. Was setzen Sie auf die schwarze Karte? Ich sagte 10 Euro und der Zigeuner brachte die Karten noch etwas durcheinander. Wo ist die schwarze Karte? Ich sagte, unten. Doch unten war eine rote. Ich setzte auf die obere und verlor. Tja, und ebenso erging es mir mit der mittleren. Moment mal, sagte ich, Moment mal. Dann haben Sie ja nicht drei Karten, sondern vier. Doch der Spieler zählte sie einzeln auf seine linke Hand. Nun, sagte ich, dann haben Sie drei rote Karten. Gut, sagte der Spieler, was setzen Sie auf eine rote? Ich sagte 10 Euro, dass eine rote nun unten sei. Doch unten war nun plötzlich die schwarze. Ich setzte sie auf die obere und verlor. Tja, und ebenso erging es mir mit der mittleren. 60 Euro hatte ich nun schon verspielt, doch der Mann war nett, er gab mir noch eine Chance. Er sagte, wenn das eine rote Karte ist und das eine schwarze, was ist dann die dritte für eine? Ich sagte, entweder eine rote oder eine schwarze. Doch die Karte hatte gar kein Bild. Ich kann euch sagen, so schnell habe ich noch nie mein Geld verloren. Dankeschön.